glaube ich eigentlich richtig oder liege ich vielleicht in manchen Punkten völlig daneben? Manchmal frage ich mich das. Und vielleicht kennst du das Zweifeln auch. Ich meine jetzt nicht das grundsätzliche Zweifeln, ob es Gott überhaupt gibt und woher mit all dem Leid in der Welt und so weiter, sondern mehr so Detailfragen, die ja dann gleich wichtig sind, weil man so sein Leben gestaltet. Bei mir ist das zum Beispiel die ganze Sache mit der Kirche. Müsste ich in eine traditionelle Kirche gehen und mich dort einbringen? Oder reicht es, dass ich meinen Hauskreis habe und mich auch sonst engagiere mit Leuten und in meiner Beziehung mit Gott? Auf das werde ich auch häufig angesprochen und darum ist das eine Frage, die mich auch immer wieder ein bisschen verunsichert. Oder auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn jemand von Wunder erzählt, die sie erlebt hat wegen Beten. Oder wenn Leute bei Worship-Musik so fast in eine Trance fallen oder so, weil das kenne ich von mir wie nicht. Und manchmal tut mich das verunsichern und ich frage mich, glaube ich richtig oder liege ich falsch oder verpasse ich vielleicht einfach Sachen? Und ich habe jetzt in diesem Video auch nicht eine abschließende Antwort auf das. Aber ich denke, ich erzähle mal, wie ich mit dieser Unsicherheit umgehe. Erstens lasse ich mich nicht völlig verunsichern, wenn so Fragen kommen. Ich lasse mich nicht völlig aus dem Konzept werfen, sondern zuerst einmal denke ich, hey, es gibt ja auch verschiedene Arten, wie man glauben kann. In Teilen Fragen gibt es auch nicht ein klares, richtig oder falsch. Und dann gibt es auch verschiedene Typen und Persönlichkeiten. Jemand, der eher charismatisch glaubt, tickt nicht gleich wie jemand, der vielleicht eher mystisch unterwegs ist oder auch eher nüchtern. Das sind verschiedene Typen von Menschen und darum auch ganz verschiedene Glauben. Und dann ist, glaube ich, etwas mega Persönliches. Jedem sein Weg sieht anders aus. Und das ist auch richtig so. Ich muss nicht gleich glauben wie du. Und wenn mich etwas wirklich länger beschäftigt, dann gehe ich dieser Unsicherheit nach. Ich rede zum Beispiel mit Leuten, die mir wichtig sind und die ich respektiere. Oder ich beschäftige mich mit theologischen Positionen zu dem Thema. Ich bete, dass mir klarer wird, warum das mich etwas so verunsichert. Es ist mir wichtig, dass ich ehrlich bin mit mir und im Glauben und dass ich auch beweglich bleibe, dass Sachen nicht in Stein gemeißelt sind für immer. Dass ich meine Meinungen ändern kann in Sachen, wenn mich etwas überzeugt. Der Glaube ändert sich ja auch im Laufe des Lebens, je nachdem, was einem passiert im Leben, je nachdem, mit was für Themen dass man konfrontiert ist, was einem inspiriert, welche Artikel dass man liest und so weiter. Das ist ja völlig normal, dass der Glaube sich verändert. Und drittens denke ich auch, ich bin ja mit Gott unterwegs. Dann kann ich auch mal einen Fehler machen. Oder dann darf ich sogar auch mal etwas rauslassen, was ich in ein paar Jahren vielleicht anders würde sagen. Sogar in so einem RefLab-Video. Und nichts von dem kann mich aus der Liebe rausschiessen, die Gott für mich hat. Und das ist das, was mich am meisten beruhigt in solchen Situationen. Der Boden ist da, wo ich mich darauf auch mit schwierigen Fragen auseinandersetzen kann. Wie geht es dir? Gibt es bei dir auch Themen, die dich beschäftigen oder Fragen, die dich verunsichern, ob du wirklich richtig glaubst? Es nimmt mich Wunder. Schreib mir es doch in die Kommentare. RefLab.